Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hergefunden habt. Ich bin Volker Tyranuke und ich mache heute für euch ein Hardware-Video. Und zwar habe ich mir Hardware bestellt und das in diesen Zeiten, wo Hardware eigentlich richtig teuer ist. Oder doch nicht? Naja, was sich in diesem kleinen Päckchen hier verbirgt, das werden wir gleich erfahren nach dem Intro. Ich werde es auspacken und einbauen. Und damit geht's jetzt los, direkt nach dem Intro. Wir schreiben Februar 2021 und vor mir liegt ein Päckchen, welches frisch von Mindfactory gekommen ist. In diesem Päckchen befindet sich nichts Geringeres als der neue AMD Ryzen 7 5800X. Welchen ich für mein Setup bestellt habe. Relativ viel Papier ist wieder dabei, die Verpackung ist ziemlich groß für so einen kleinen Chip. Der Ryzen 7 5800X kommt ohne einen Kühler daher, was sich leider nicht auf den Preis auswirkt. Die 3000er Reihe hatten alle noch ihre Kühler dabei, sei es ein Prism oder ein RES Kühler gewesen. Bei der 5000er Reihe ist das nicht mehr der Fall. Leider sind die 5000er etwas teurer als ihre Vorgänger, was sich aber auch aufgrund der gesteigerten Leistung verschmerzen lässt. Die Ryzen 5000er Serie kam im November 2020 auf den Markt. Allerdings war zu dem Zeitpunkt schon die Verfügbarkeit sehr niedrig und der Preis stieg dadurch in die Höhe. Hinzu kam, dass die Pandemie noch wütet und dadurch die Produktion sich verlangsamt hat, was sich auch negativ auf den Preis ausgewirkt hat. Mittlerweile ist es so, dass die Verfügbarkeit und somit auch der Preis sich langsam dem normalen Niveau nähern, was aber nicht bedeutet, dass die aktuellen Prozessoren zu UVP-Preisen verkauft werden. Das gilt nicht für den Ryzen 7 5800X, denn der ist zurzeit so gut verfügbar und zu UVP-Preisen erhältlich, und zwar bei Mindfactory zum Beispiel. So, und genau aus diesem Grund habe ich mir den bestellt und der soll jetzt meinen alten Ryzen 5 2600X ersetzen. Der 2600X, der hat auch einen sehr guten Job bei mir gemacht, allerdings merke ich schon, dass er gerade im VR-Bereich an seine Grenzen stößt und da ich ja ein passionierter VR-Spieler bin und auch gerne PC-VR nutze, bringt mir ein bisschen mehr Schub, auch ein bisschen mehr Frames und ein bisschen höhere Auflösung in meinem Headset, was ich natürlich nur begrüßen kann. Den alten Prozessor, den musste ich natürlich erstmal ausbauen. Dazu habe ich das Gehäuse aufgemacht, habe den Rechner vorher mal laufen lassen, damit der Prozessor ein bisschen warm wird, beziehungsweise die Leitpaste etwas warm wird, die Thermalpaste. Dann bekam ich auch den Kühler etwas besser ab und konnte den Prozessor bzw. den Kühler besser reinigen. Wie immer gilt bei allen Arbeiten am offenen PC, dass der PC ausgeschaltet ist. Nicht nur runtergefahren, sondern ausgeschaltet. Das heißt, das Netzteil ist aus und die Restenergie im PC prüfe ich immer, indem ich versuche, den PC nochmal anzuschalten. Manchmal ist da noch ein bisschen Energie, Restenergie im Netzteil und dann blinken nochmal meine RGB-RAM-Riegel auf und das war's dann. Dann bin ich sicher, dass dieser PC keinen Strom mehr hat. Dann fasse ich nochmal bei mir zu Hause an die Heizung, um sicherzugehen, dass ich nicht statisch aufgeladen bin und dann greife ich in meinen Rechner. So, die alte CPU ist draußen, die neue ist rausgeholt. Da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen, wie man sie gleich ins Board einsetzt. Jede CPU von den Ryzen hat in einer Ecke einen kleinen Punkt, beziehungsweise da fehlt dann ein Pin und auch nur so passt dann diese CPU aufs Board. Die Thermalpaste wird auf die neue CPU aufgetragen. Am besten geht das natürlich im Liegen. Meinen Rechner habe ich jetzt stehen gelassen, konnte ich besser abfilmen. Die Thermalpaste darf nicht zu dick aufgetragen werden. Das heißt, ich trage ungefähr eine erbsengroße Spur auf meine CPU und verteile es dann mit diesem meist beiliegenden Spachtel möglichst gleichmäßig und dünn. Es sollte nicht zu fett sein, sollte nicht zu dünn sein. Dann schnalle ich natürlich noch meinen Kühler drauf.
Dieser bewirkt dann auch nochmal, dass zumindest ungleichmäßig verteilte Thermalpaste nochmal angedrückt wird und sich gleichmäßig auf dem Prozessor verteilt. Nochmal alles schön sauber machen, damit es auch schön blinkt. Wo das Ding schon mal offen ist, kann man das ja machen. Und dann geht es auch schon ans Eingemachte. Mal schauen, ob es geht. Die RAM-Riegel leuchten und die Grafikkarte springt an. Der Computer fährt hoch. Das tut er übrigens nur, weil ich nämlich vorher mein Motherboard mal geupdatet habe, denn ich habe kein Motherboard der X570er Reihe oder B550er Reihe, denn ich habe noch ein älteres X470er Aorus Gaming Wi-Fi 5 Schnubbelidups und das habe ich geupdatet, sonst würde das nämlich nicht klappen mit den 5000ern CPUs. Okay, Windows fährt hoch. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Und dann muss der Rechner sich nochmal ein bisschen neu einstellen. Einige Sachen sind nochmal auf Default gesetzt worden. Die Auflösung meines BQHDs ist noch nicht angenommen, ist noch nicht da, aber das regelt sich gleich von alleine. Alles richtig gemacht. Das war jetzt ein Kinderspiel. Es war eigentlich nur die alte CPU raus, neue CPU rein, hochfahren, fertig. So soll es eigentlich sein. Einen kleinen Fehler hatte ich dann hinterher doch noch gefunden. Den habe dann nicht ich gemacht, sondern ich habe von meinen 32 GB RAM wurden dann im Endeffekt nur 16 erkannt und die wurden auch nicht auf 3000 MHz gefahren, sondern nur auf 2400. Und wie ich das behoben habe, das zeige ich euch gerne in einem neuen Video.